Hamburg hat ein neues Bau- und Experimentierfeld jenseits der schicken, reichen City. Unser Reporter auf der Suche nach Architektur mit Zukunft. Es liegt gleich am Bahnhof, das neue Experimentierfeld, und heißt Internationale Bauausstellung oder kurz IBA. Es geht um die Stadt der Zukunft im Klimawandel. Wie könnte sie aussehen? Kurz vor der Eröffnung ist kaum etwas fertig. Der ungewöhnlich lange Winter sorgt für Verzögerungen. Was uns nicht abhält, das Neue zu entdecken. Mehr Ökologie, alternative Baustoffe, innovative Architektur. Und das in Wilhelmsburg, einem stark vernachlässigten Stadtteil. Die IBA macht's möglich. Eine Müllkippe wird zum Energieberg mit Windrädern. Auch bei grauem Himmel fantastisch, der Ausblick vom neuen Panoramaweg. Lange floss Baugeld nur in die Hamburger Innenstadt, jetzt endlich auch nach Wilhelmsburg. Dieser Unort zwischen Industrie- und Hafenanlagen kann das gut gebrauchen. Über 1 Milliarde Euro, davon 700 Millionen private Mittel. Geld für die Aufwertung eines Problembezirks durch ökologisches und zukunftsfähiges Bauen. Hier im sogenannten IBA-Dock kann man sich darüber informieren. Wenn er als Besucher hier zur IBA kommt, kann er sehen, was man aus einem Hinterhof der Stadt machen kann, wie man ihn schön gestalten kann, wie man ihn lebenswert machen kann, wie man ihn attraktiv machen kann. Es erinnert an eine bunte Welle, das neue Haus für die Stadtentwicklungsbehörde, und gilt schon jetzt als das Wahrzeichen von Wilhelmsburg. Mit einer spektakulären Betonkuppel im Innern. Und Büros für 1500 Mitarbeiter. Sie sollen nach den neuesten Energiestandards beheizt und belüftet werden. Diese Ansammlung von Würfelhäusern scheint auf den ersten Blick wenig interessant. Dabei ist es das Herzstück der IBA. Jeder Würfel ein anderes Experiment. Auf der Suche nach neuen Wohnformen hat das Büro von Nägli-Architekten das sogenannte Hybridhaus entwickelt. Ein Projekt, das sich ständig verändern kann. Wir hatten die Aufgabe, ein Haus im Park zu bauen. Und deswegen unser Ansatz, dass die Landschaft auf den Sockel, auf das Gebäude heraufspringt, sozusagen eine ganz neue Typologie. Und sie gehen dann in dieses Sockelgeschoss hinein und oben drüber schwebt das eigentliche Gebäude. Es ist ein bisschen die Idee, dass man einen Teil zum Beispiel wohnt, im anderen arbeitet. Das ist auch die Idee für, sagen wir, Start-ups oder Leute, die nicht so viel Geld haben, wo man sagt, den Besprechungsraum, den ich tagsüber vielleicht als Besprechungsraum nutze, kann ich abends als Wohnzimmer nutzen. Optisch ein Hingucker. Die Riesenlamellen der Amerikaner Kennedy & Violage. Aber ob das gut geht? Aufwendige Solartechnik unter dem meist grauen Hamburger Himmel. Die Befestigung auf dem Dach scheint zumindest sturmsicher. Hier geht es um das Baumaterial. Weil die Herstellung von Zement 8% der Weltenergie verschlingt, wird dieses Haus bis auf das Fundament komplett aus Holz gebaut. Balkone, Fenster, Wände und Fußböden. Der Bauherr Matthias Korff verzichtet völlig auf Metall, Kunststoffe und Bauchemie wie Leim und Lack. Die Holzwände sind atmungsaktiv, schwer entflammbar und halten ohne Schrauben. Die Brettlagen werden übereinander gelegt und dann wird dieser Buchenholzdübel hier eingeschlagen. Dieser Buchenholzdübel wird mit einer fermentierten Flüssigkeit aus Quark, Wasser und Kalk besprüht. Und wenn er dann in die Wand eingeschlagen wird, in diese Brettlagen, dann quillt er auf. Und durch dieses Aufquellen und Abtrocknen werden die Brettlagen fest miteinander verbunden. Auch das findet man auf der IBA. Ein Fertighaus als Stadtvariante. Elegant und kostengünstig. Wohnen auf der Baustelle? Für Familie Richter kein Problem. Die Erprobung neuer Bau- und Wohnkonzepte auf der IBA finden sie einfach spannend.
Wir fanden das Gesamtkonzept des Hauses eben toll, dass es eben ein Loft im Loft-Stil gebaut wird. Eben eher dieses unkonventionelle Wohnen. Nicht Räume, sondern nur zwei Ebenen eben zu haben, die man im Freien sich gestalten kann. Erst wenn die Tochter etwas älter ist, wollen die Richters Trennwände einziehen. Für das größere Portemonnaie Wohnen auf dem Wasser. Die Häuser stehen in einem Flutungsbecken, ein Spiel mit der Lage von Wilhelmsburg, unterhalb des Elbwasserspiegels. Gegenüber entsteht eine Sport- und Schwimmhalle für ganz Wilhelmsburg. Wir haben nur einen Teil gesehen von der internationalen Bauausstellung. Ob der Wandel in Wilhelmsburg klappt, wird sich erst nach Jahren erweisen. Aber schon jetzt zeigt sich, die IBA wird angenommen. Sogar die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist dabei. Ihr Wälderhaus mit der Waldausstellung und dem Hotel liegt ganz und gar auf der IBA-Linie. Naturschutz, ökologisches Bauen und zeitgemäße Architektur sind vereinbar. Das IBA-Experiment Hamburg-Wilhelmsburg ist auf dem Weg.